Willkommen in dem heutigen Video. In dem heutigen Video werde ich zeigen, wie ihr eigene Modelle in Blockbench wie diese oder diese erstellen könnt. Dieses Video ist aber jetzt an Anfänger gerichtet, die sich mit Blockbench noch gar nicht auskennen und beziehungsweise das Programm auch noch gar nicht installiert haben. Was müssen wir als erstes tun? Als erstes müssen wir natürlich das Programm Blockbench installieren. Dazu gehen wir auf die Webseite www.blockbench.net. Den Link zu der Webseite werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung packen. Natürlich könnt ihr das Programm auch als Webanwendung, also ihr seht, es öffnet sich einfach nur im Browser, verwenden. Ich will euch aber in diesem Tutorial zeigen, wie ihr das Programm installieren könnt. Dafür klicken wir einmal auf Download und nun befinden wir uns auf der Download-Seite. Jetzt entscheidet ihr selber, was wollt ihr herunterladen. Wollt ihr eine Windows Installer oder eine Windows Portable Edition Datei haben? Wollt ihr eine Linux, Debian, Ubuntu Package Datei, je nachdem was ihr eben wollt? Habt ihr bei macOS den Intel Prozessor oder den Apple Silicon M1 Chip? Je nachdem was ihr halt wollt, ladet ihr herunter. Wenn ihr dann für euch entschieden habt, welche Version ihr herunterladen wollt, könnt ihr das ganze Programm installieren. Ich kann das Programm nicht nochmal installieren, ich habe es bereits installiert. Wenn ihr das Programm installiert habt, können wir das ganze Programm öffnen. Und wenn ihr das ganze Programm geöffnet habt, sehen wir dieses Menü hier. Hier unten können wir unsere zuletzt geöffneten Modelle sehen. Hier habt ihr wahrscheinlich keinen, ich aber schon. Und hier drüben können wir sehen, welche verschiedenen Modellarten ihr verwenden wollt. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr ein Java-Block oder Item-Modell erstellen könnt. Da ich gerade auch viele Zuschauer auf meinem Kanal wegen mCreator habe, da ich dazu auch Tutorials mache und diese Modelle in dem Programm wichtig sind. Ich klicke einmal auf Java Block Item Modell und nun erscheint dieses Fenster. Was sagt dieses Fenster? Einmal File Name, hier wählt ihr einfach euren Namen. Auf jeden Fall wähle ich jetzt hier meinen Namen Schrank, weil ich werde nämlich in diesem Tutorial einen Schrank modellieren. Also ihr wählt euren Namen und geht dann auf Confirm. So, nun haben wir dieses Menü. Was macht dieses Menü? Beziehungsweise wo kann ich irgendetwas erkennen? Momentan noch gar nichts, weil wir auch kein richtiges Modell aktuell haben. Wir haben nur ein leeres Projekt. Hier oben in dieser Ecke würde theoretisch eure Textur angezeigt werden, die ihr gerade verwendet. Hier unten erscheint eine Liste aller Texturen, die ihr in eurem Projekt habt. Und hier drüben erscheint eine Liste aller eure Blöcke, die ihr in dem Modell verwendet. Also nun haben wir unser leeres Projekt. Um anzufangen, klicke ich hier drüben auf das Plus Add Cube. Und ihr seht, ein Würfel ist entstanden. Durch das Halten der linken Maustaste könnt ihr euch orientieren, also ich meine drehen. Und durch Rechtsklick halten könnt ihr das Ganze hin und her ziehen. Weil so könnt ihr euch drehen mit Linksklick und mit Rechtsklick könnt ihr das Ganze so bewegen. Diese Linien stehen für die Achsen. Einmal die X-Achse, die Z-Achse und die Y-Achse. Wenn ich jetzt auf diese Achse ziehe, also ihr habt euren Block und klickt mit Linksklick auf die Achse, könnt ihr das Ganze auf der Achse ziehen. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr einen Schrank erstellen könnt. Weil ich dachte mir für den Anfang am besten etwas Einfaches, was auch Anfänger können. Und in diesen Schrank könnt ihr dann auch exportieren und in andere Programme importieren. Heißt, ihr speichert das Modell und könnt es dann in mCreator, mCreator als Blockmodell verwenden. Ich ziehe diesen Block nach hinten, ungefähr hierhin. Nun will ich aber, dass dieser Block breiter wird, also beziehungsweise tiefer, weil ich will es ja auf der Z-Achse haben. Und ihr seht, ich bin auch gerade in einem anderen Modus. Wie habe ich das gemacht? Ihr könnt in einen anderen Modus, und zwar den Edit-Modus, heißt ihr bearbeitet diesen Würfel. Wie bin ich drauf gekommen? Es gibt zwei Varianten. Einmal über die Taste S, dann ist das halt ein Shortkey, kommt ihr auf diesen Edit-Modus. Oder ihr drückt Leertaste, dann kommt ihr drauf. Oder ihr macht einen Doppelklick auf diesen Block, dann kommt ihr auch in den Edit-Modus. Ich will nun diesen Block in die Tiefe ein bisschen verlängern, also in die Tiefe weiter ausbreiten. Also gehe ich auf die Z-Achse und kann das Ganze auf der Z-Achse skalieren, vergrößern, verkleinern. Das Ganze geht natürlich auch auf allen anderen Achsen, auf der Y-Achse und auf der X-Achse. Aber wie gerade gesagt, will ich es auf der Z-Achse, deswegen gehe ich ungefähr bis hierhin. Und ich gehe auf der X-Achse mit diesem roten Würfel, also mit der X-Achse, ziehe ich und verlängere das Ganze auch in die Breite. Nun auch als kleiner Tipp, Minecraft hat die Size, also die Größe, 16 auf 16 auf 16. Also ich will meinen Schrank, sage ich mal so, andersrum. Ich will meinen Schrank in Minecraft als normalen Block haben, somit auch als normale Blockgröße. Heißt im Endeffekt, ich will diesen Block jetzt hinten, weil das wird nämlich meine Rückwand vom Schrank.
will ich 16 Blöcke hoch haben. Dachte ziehe ich halt auf der Y-Achse diesen Block nach oben, bis ihr hier oben bei diesem Feld hier sehen könnt, 16. Also könnt ihr hochziehen bis auf 16 und nun habt ihr diese schicke Rückwand. Jetzt füge ich einen weiteren Block hinzu und skaliere den auch wieder auf der Z-Achse nach hinten. Ich drehe das Ganze mit Linksklick. Diesen Block vergrößere ich nun auch auf der Höhe, also ich mache ihn höher, und zwar auf der Y-Achse. Und mache ihn auch ein bisschen breiter, und zwar auf der X-Achse. Jetzt will ich diese Schrankwand auch auf dieser Seite haben, ja doch, Schrankwand, Schrankseite, auch auf dieser Seite haben, weil ich halt einen Schrank will. Tja, natürlich kann ich jetzt einfach einen neuen Block hinzufügen, ihn hier rüber moven, also noch rüber bewegen, und das Ganze manuell halt wieder hochziehen und so weiter. Das will ich aber nicht machen, ich kann mir aber nämlich Zeit sparen. Und zwar wähle ich meine eine Wand schon mal aus, meine eine Seite. Und dann gibt es wieder zwei Optionen. Einmal ein Rechtsklick auf den Block und ihr seht das Feld Duplicate. Duplicate heißt duplizieren, klonen. Nun klicke ich einmal drauf und wir sehen, wir haben diesen Block jetzt einfach zweimal. Weil wir haben diesen Block kopiert und wieder eingefügt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch über, wie ihr auch hier eigentlich sehen könnt, über Steuerung D, also Steuerung, also STRG und D, duplizieren. Ich brauche diese Wand aber nur zweimal und füge sie nun hier hinten an mit dem Move-Tool, also mit dem Moven auf der X-Achse. Jetzt habe ich mein Modell noch nicht ganz fertig. Ich will nämlich auch noch diese Schrankeinlagen, also diese verschiedenen Schubfächer haben. Deshalb gehe ich jetzt wieder auf Add Cube. Und befinde mich oben im Move-Tool und bewege diesen Würfel hier rüber und bewege ihn in die Tiefe, ungefähr hierhin. Jetzt will ich diesen Block ein bisschen größer haben und zwar so und bewege das Ganze so rüber. Jetzt will ich das Ganze von oben sehen und ihr seht, das Ganze sieht ein bisschen blöd aus, so von der Perspektive. Das, was ich jetzt euch nun zeigen werde, ist wichtig, gerade bei Modellen, in denen es um Genauigkeit geht. Hier unten seht ihr das Ausrichtungsmenü, kann ich so nennen. Auf denen sind verschiedene Punkte hinterlegt. Einmal Z, die gegenüberliegende von Z, X und die gegenüberliegende von X, Y und die gegenüberliegende von Y. Was heißt das eigentlich? Was rede ich da für wirres Zeug? Das heißt, ich will jetzt die Draufsicht haben. Die grüne Achse ist ja eben die Höhe. Deswegen klicke ich hier unten auf das Y und ich gucke perfekt von oben drauf. Perfekt. Außerdem, was ich auch leider vergessen habe am Anfang zu erwähnen, es ist wichtig, wie ihr euer Modell erstellt. Und zwar seht ihr ja auch, wenn ich jetzt so hatte die ganze Zeit, N, dieses N. Das N heißt Norden. Wenn ihr euren Block platziert, wird der Block genau so platziert, wie er jetzt ist. Müsst ihr euch vorstellen, hier ist der Boden, also hier ist der Boden und hier ist der Spieler, hier irgendwo ist der Spieler und der Spieler platziert diesen Block. Und genau diese Öffnung zeigt dann zum Spieler. Deswegen, wenn ich auf Y klicke, seht ihr, wie der Block dann zum Spieler zeigt. Und wir sehen, ich habe den Block, also diese Bodenplatte, perfekt geändert, weil es war ja keine Lücke, sondern es war ja perfekt anliegend. Nun will ich aber diese Bodenplatte auch nach oben ziehen. Deswegen gehe ich einen Doppelklick, je nachdem, wie ihr es halt eben verwenden wollt. Gehe ich jetzt mit dem Move-Tool nach oben, ungefähr auf die Mitte. Finde ich gut so. Das ist aber nicht die Mitte. Eben. Wenn wir jetzt genau drauf gucken, ist die Mitte nämlich hier. Hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Ihr seht, normalerweise kann ich ja den Block nur mit ganzen Rastern bewegen. Seht ihr, was ich meine? Jetzt befinde ich mich nämlich auf der Höhe 7. Und die Mitte ist aber genau hier dieser Strich. Wenn ich nach oben gehe, bin ich ja schon wieder überm Strich und nicht unterm Strich, wie mit 7. Ich will es in der Mitte haben, wie ich gerade eben hatte. Wie geht das? Und zwar gibt es nämlich auch verschiedene Rastergrößen. Und zwar, ich verwende meistens Steuerung. Ihr haltet einfach Steuerung oder STRG, also als Taste haltet ihr. Und zieht nun das Ganze nach oben. Und das ganze Raster wird viel, viel feiner. Außerdem könnt ihr natürlich auch die Höhe manuell eingeben, hier oben. In diesem Fall wäre es 7,5. Und ihr seht, dieses Element, dieser Würfel, geht genau in die Mitte. Eine andere Art von Raster, die noch viel feiner ist als mit Steuerung, wäre Steuerung-Shift. Und zwar seht ihr, das Ganze ist noch viel, viel feiner. Weil Steuerung-Shift arbeitet mit dem Raster 0,025. Weil ihr könnt jetzt sehen, hier oben habe ich ja aktuell die Höhe 7. Wenn ich jetzt ein bisschen nach oben gehe, also ich habe Steuerung-Shift gehalten, kommen wir auf 7,025. Also es verändert nur um 0,02.
Deswegen, ich will es aber in der Mitte haben. Ich belasse es somit und mache nun einen Doppelklick auf diese untere Ausrichtung, Orientierungspunkt, dass ich wieder in diesen perspektivischen Modus komme, in dem ich alles drehen kann. Und das wäre jetzt eigentlich mein Schrank. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Elemente gleichzeitig auswählen und zwar mit Steuerung. Also ich wähle ein Modell, ein Element, ein Block aus, ein Cube, halte Steuerung und wähle einen anderen Würfel aus. Und ihr seht, ich habe auch hier seitlich mehrere markiert, also zwei Stück. Wollt ihr aber alle Elemente markieren, empfehle ich euch, Steuerung A zu drücken, weil das markiert alles. Ist auch in Windows so, die Tastenkombination Steuerung A. Das war nun der erste Teil meiner Blockbench-Reihe. Der nächste Teil wird nämlich davon handeln, wie ihr Texturen hinzufügen könnt und auch die Deko auf dem Regal erstellen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu kompliziert geklungen. Ich hoffe, ich habe auch alle Fragen geklärt. Ich habe auch alles gut genug erklärt. Also bitte schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Das würde mich interessieren, was ich an meinem Tutorial-Aufbau verändern soll, verbessern kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ich gerade schon sagte. Abonniert den Kanal, lasst ein Like auf dem Video da und wir sehen uns im Teil 2. Bis dahin, ciao. Und in meinem Fall, einen schönen Abend. Ja, gesagt, einen guten Morgen.